Hallöchen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem kleinen Multiplayer-Server-Community-Update-Gedöns. Wir sind hier bei der God of Life und das ist ihre Bude. Das war's eigentlich auch schon hier in ihrem Haus. Das heißt, es ist so ziemlich die kleinste Putze, die man sich sozusagen vorstellen kann, mit zwei Truhen, einem Bett, einem Ofen, einem Crafting-Table und einer Tür. Von außen sieht das Ganze dann natürlich auch verhältnismäßig süß und schnuckelig aus. Ihr könnt euch das Ganze ja dann später mal angucken, falls ihr hier drauf spielt oder so irgendwas. Die Koordinaten kann ich leider nicht einblenden, denn eventuell wollen das einige Leute nicht. Einfach mal sehen, was sich hier noch weiter raus entwickelt. Sie sagt ja immer, sie macht das immer nur ein kleines bisschen größer. Aber ich bin da mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin da ziemlich zuversichtlich. So, geht man dann hier rüber. Dann kommen wir schon direkt bei das nächste Gebiet. Ich weiß noch nicht genau, wem das hier alles gehört. Ich glaube, das da vorne gehört Wamgilzahl. Keine Ahnung, wie die Zahl dahinter ist. Ich kann das aber mal ganz kurz nachprüfen. Mit dem Stock. Ja, Wamgil 616. Super Sache. Finde ich auch sehr schön, ist aber auch ein ganzes Stückchen vom Spawn entfernt. Das ist natürlich so eine Sache. Hier, da bin ich schon beim ersten Mal, wo ich hier war, direkt reingeballert. Das heißt, bevor man hier drüber geht, erst hochklappen, aber wir möchten ja nichts kaputt machen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal und fliege da einfach drüber. Haus von Wamgil 616. Gut, so sieht das also hier aus. Wunderschöne Farm, wunderschöne... Oh Gott... wunderschöne Pferdchen und Kühe und alles drum und dran. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz was anbringen für die Leute. Es gibt auch nochmal extra Video dazu mit Fabi, aber für die Leute, die jetzt nochmal eine Bewerbung schreiben wollen oder nochmal eine geschrieben haben, es bringt nichts, nochmal exakt genau die gleiche Bewerbung zu schreiben. Ganz einfach gesagt, es kann nicht sein, dass ihr abgelehnt werdet und dann einfach nochmal genau die gleiche Bewerbung schreibt, denn ihr wurdet ja nicht umsonst abgelehnt, wisst ihr? Das ist das Problem. Wir hatten so viele Leute in letzter Zeit, die das einfach nochmal geschrieben haben, was sie sowieso schon mal geschrieben haben. Und das können wir einfach nicht annehmen, beziehungsweise einfach nicht akzeptieren. Vor allen Dingen nicht, wenn wir Leute haben, die sich dabei echt verdammt nochmal viel Mühe gegeben haben. Und was ich mit verdammt nochmal viel Mühe meine, das könnt ihr dann in einer der nächsten Folgen erfahren, die über den Community-Server sind. Denn ich werde da sicherlich auch mit Fabi mal nochmal hingehen und mal ein oder zwei super Bewerbungen vorlesen und die dann gegenüber von ein paar schlechteren Bewerbungen stellen. Und ja, das ist natürlich dann so eine ganz interessante Angelegenheit, wie und was man da genau plant und wie man das Ganze aufbaut. Oh Junge, hier ist ja komplett neues Gebäude, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wem gehört das denn? Das heißt, falls ihr euch nochmal bewerbt, Chushi, okay. Falls ihr euch nochmal bewerbt, dann bewerbt euch auf jeden Fall mit einer aussagekräftigen Bewerbung, beziehungsweise mit irgendwas, was euch natürlich vollkommen beschreibt und so alles. Also ihr solltet euch selbst beschreiben, euch selbst kurz vorstellen und dann was Aussagekräftiges dazu schreiben, warum ihr hier spielen möchtet und nicht, weil ich euch liebe oder so irgendwas. Das zählt nicht mehr und das wird auch später nicht zählen, falls ihr sonst mal irgendwo eine Bewerbung schreibt. Was ist das hier? Ein Pferdeshop, okay. Oh ja, Pferde hat sie auf jeden Fall genug. Was ist hier oben drüber noch? Noch mehr Pferde? Oh, da kann man sich also immer schön eins aussuchen. Gesichert ist es jedoch nicht, wie man hier sieht. Skelette laufen hier also noch rum. Und hier ein extrem futuristisches Haus mit nach außen gewölbten Fenstern. Von wem auch immer. Gucken wir doch mal. Alina HD. X Alina HD. Okay. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Guck mal doch mal rein in das Häuschen. Hier hat sie ein paar Kisten. Ihre Pferde hat sie hier rumstehen. Zwei Stück an der Zahl. Einen nicht abgebauten Baum. Wow. Müssen wir uns später mal drum kümmern. Melonen. Farm. Und hier oben nichts. Ja gut, immerhin. Und was ist das hier? Oh, das Dach. Gut, hätten wir das auch schon mal geklärt. Es ist echt Hammer, was die Leute teilweise schon erbaut haben in so kurzer Zeit, ne? Ich meine, der Server läuft jetzt, lass mich jetzt nicht lügen, 2 Wochen. Und es werden langsam immer mehr Spieler, die hier draufkommen. Immer mehr Spieler, die hier chatten, die hier andere Leute finden. Und natürlich auch ihre Freunde immer mal wieder mit draufbringen. Es würde mich vor allen Dingen sehr freuen, wenn das jetzt so weitergeht. Denn bisher haben wir echt ein freundliches und super Verhältnis miteinander und zueinander. Und es wäre einfach 1A, wenn wir das behalten könnten. Beibehalten könnten.
weil sonst wäre das echt traurig. Wir hatten bisher einen kleineren Streit und selbst der ging auch noch relativ schnell aus und konnte geklärt werden, ohne große Angelegenheiten oder ohne großes Geschrei. Ich finde das schon super. Was man natürlich beachten sollte, sind grundlegend die Regeln. Und wenn jemand wie ein Moderator oder ein Admin jemanden bittet, aufs Teamspeak zu kommen, dann sollte man dem nachgehen. Ansonsten kann man natürlich damit rechnen, dass nur die Meinung des gegenüberliegenden Menschen genommen wird. Beispielsweise, wenn ihr jetzt ein Problem mit jemandem habt und möchtet das gerne klären und möchtet dafür aber nicht auf den TS kommen und der andere ist da und erzählt seine Story, dann könnt ihr nicht erwarten, dass ihr dann eure Meinung irgendwie durch den Chat loswerden könnt. Wir hören uns das am liebsten dann gerne an, deswegen kommt einfach vorbei, wenn wir das gerne hätten. Und dann gibt es da gar keine großen Probleme. Wer wohnt denn hier? Miss Vici, hier wohnt. Haus befindet sich nach absolutem Bauzustand. Okay, das ist ja ein schöner Name. Haus befindet sich nach absolutem Bauzustand. Super Sache. Und da vorne ist eine Burg. Die schauen wir uns gleich an. Die schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Ja, holla, die Waldfee. Die habe ich ja gar nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe die einmal gesehen, aber nicht in der Folge. Kartoffelweg 8. Plüsis kleines Häuschen, bitte nicht looten, Pferde töten, griefen. Okay, hätten wir da... Oh, da ist sie sogar zu Hause. Hallo. Bitte schreib jetzt nicht in den Chat, bitte. Ich kann gerade nicht, ich bin gerade am Aufnehmen. Nein, ich habe den Chat ausgeblendet. Ich gucke schnell. Hi, Willi. Ja, sie hat Hi, Willi geschrieben. Hallo zurück, falls du diese Folge gerade guckst. Leider habe ich gerade keine Facecam, sonst hättest du gesehen, dass ich winke. Das ist mir aber erst zu spät aufgefallen, dass ich keine Facecam habe. Hier wohnt Spartakus Jesse. Ich bin ein Mädchen. Ja gut, immerhin. Sie hat das nochmal ganz klar und deutlich gemacht. Meine Frage ist jetzt nur, wie genau kommt dieses Mädchen denn hier rein? Die Türen kriege ich ja nicht einfach auf. Dann bestimmt über einen geheimen Weg. Und darüber müssen wir uns mal ein bisschen informieren. Was ist denn das hier? Öffentliche Angelstelle, halbwegs monstersicher. Ja, halbwegs. Das ist eine sehr gute Beschreibung, nenne ich das jetzt einfach mal. Wenn ihr nämlich ins Skelett kommt und von vorne auf einen draufballert, dann hat man nicht mehr so viel zu lachen. Aber wie kommst du denn hier rein? Jetzt muss ich mich doch mal ganz kurz hier reinschieten. Okay, ein Brunnen. Schön. Was noch? Aha, okay. Cool. Sogar ein Verzauberungstisch. Ne, Quatsch. Ein Getränketisch hat sie. Damit kann sie Cola herstellen. Aber ein Verzauberungstisch hat sie nicht. Das war irgendwie so das Erste, was richtig viele von euch gemacht haben. Okay, und hier geht's einfach nicht weiter. Wo ich nicht so genau weiß, wieso. Ich finde das Verzaubern gar nicht so wichtig. Aber jeder hat ja seine eigene Priorität. Guck mal doch nochmal da. Da wohnt die Caro. Ich wusste, ich hab's gefunden. Da ist die Caro. Und zwar sieht ihr wunderschönes Häuschen so aus. Sie nennt es Caros Mini-Bude. Ich war hier und Jenny war hier und haben uns das ganz genau angeguckt. Hier ist ihr Mülldampfer. Da kann man natürlich Müll drin verdampfen, wie der Name schon sagt. Und zwei Pferde hat die Caro auch, nämlich... nee, Quatsch, also zwei Pferde. Pixar. Oh, nein. Und... keine Ahnung, wie das Vieh heißt. Hat scheinbar noch keinen Namen. Kommt das auch irgendwie hier rein oder raus oder so? Oder hier lang? Nee. Hä? Caro hat da ja richtig gut mitgedacht. Verstehe ich noch nicht. Naja, das ist auf jeden Fall Caros Butze. Auch recht minimal gehalten. Man möchte jetzt nicht unbedingt meckern. Aber ja, ne. Kann man mal im Notfall so lassen. Und dann kommen wir natürlich schon fürs Erste zurück in den Bereich, den wir schon so oft gezeigt haben, liebe Freunde. Nämlich in den ganz normalen Bereich, der dem Spawn auf jeden Fall extrem nahe ist. Und den wir öfter mal schon gezeigt haben. Hier wohnt zum Beispiel Ghost Road. Ne, Dead Guy wohnt hier. Alles klar, Dead Guy wohnt hier. Dann haben wir hier beispielsweise das Haus von Wunderkiss, die sogar letztens zum Geburtstag einen Geburtstagskuchen gekriegt hat. Und ja, dann die verschiedenen anderen Häuser. Hier nochmal das Auto ohne Führerschein. MC Flauschi. 99. Okay. Warum 99? Das weiß niemand. Da lassen wir uns einfach überraschen. Fragt sie selbst. Das wäre super. Ja, und wie gesagt, hier dann auf jeden Fall schon ganz viele Neubauten und ein explodierender Creeper für Justin 010606 und sein Pferd, welches er logischerweise, glaube ich, noch nicht benannt hat, weil die
Nametags hier tatsächlich sehr rar verstreut sind. Das hier ist auch ein schönes Haus. Das gefällt mir. Wem ist es? Nelly. Okay. Das ist Nelly. Sehr schön. Gefällt mir. Falls du die Folge siehst, mir gefällt dein Haus. Beziehungsweise, also das Haus gefällt mir, aber was mir auch sehr gefällt, ist die Location. Hier kann man unten reingehen. Briefkasten. Ist da was drin? Nein. Keine Werbung, danke, habe ich gerade gelesen. Okay. Ganz schön viele Öfen hat sie da. Hochlebe Puffy. Puffy ist von German Let's Play, das weiß ich. Ich bin ein Insider. Ich kenne German Let's Play. Nee, Spaß. Also ich kenne ihn schon, aber nicht persönlich. Ich bin auch kein Insider, was die angeht. Und ja, ein bisschen in der Richtung könnt ihr noch rein, aber ansonsten ist das Haus eigentlich super schön, finde ich. Was haben wir denn hier noch? Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder hier vorne in den Bereich. Ich würde sagen, das war mal wieder ein ganz grober Überblick von dem, was ihr ja sowieso schon kennt. Beziehungsweise von dem, was ihr noch nicht so genau kanntet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Emmy und Alina. Ne? Gut. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das fand ich lustig, das auch.